Schönen guten Tag, mein Name ist Archie Häufer Umlauf und ich sage herzlich willkommen zu Late Night Berlin. Danke sehr. Master Archie Harrison Mountbatten Windsor, ja? Ein Name, bei dem man sich als Eltern auch nach der Geburt überlegen sollte, ob man ihn verrät, ja? Master Archie Harrison Mountbatten Windsor. Bei diesem Namen zuckt sogar Mutter Wolny ehrfürchtig, ja? Schön griffig, oder? Ja. Ja, sogar Silvi Mais wollte herzhaft lachen, hat nicht geklappt, leider. Hat nicht geklappt. Naja. So, dir, lieber Jakob, erstmal alles Gute nachträglich. Ich wollte dir persönlich sagen, zum Muttertag. Dankeschön. Sehr lieb, ja. War's schön? Ja, du, ich saß da im Kreise meiner Lieben, hatte sie alle bei mir. Ja. Teilweise aus den USA extra zu mir angereist. Ja. Da haben die auch alle bei Instagram so Fotos mit mir von früher gepostet. Also war ganz schön. Aber ich finde ja, Muttertag ist nicht nur am Muttertag, sondern 365 Tage. Ja. Das stimmt, ja. Ich hatte auch einen schönen Muttertag. Ich bin mit meiner Mutter, habe ich einen Ausflug gemacht. Wir waren im Görlitzer Park. Kennt man das außerhalb von Berlin? Den Görlitzer Park hat nicht so den besten Ruf in ganz Deutschland, hier in Berlin auch nicht. Überall Gewalt, Kriminalität, zwielichtige Typen. Also um Leuten das von außerhalb mal zu erklären, was da los ist, an einem Nachmittag wird da mehr Stoff vertickt als in 3 Staffeln Narcos. Ja? Aber damit ist jetzt Schluss. Haben Sie das gehört? Für uns Berliner sehr interessant, für den Rest Deutschlands auch. Die Stadt hat hart durchgegriffen, obwohl, nein, wie sagt man, wenn man jahrelang probiert, so ein Problem in den Griff zu kriegen und dann irgendwann sagt, komm, ist mir egal. Aufgegeben hat die Stadt, so ist es. Die Stadt hat aufgegeben, gar nicht hart durchgegriffen. Ne? Denn dort gibt es jetzt eine Idee, um dem offenen Drogenhandel im Görlitzer Park ja entgegenzuwirken, sogenannte Dealerzonen. Ja, das sind auf dem Boden gesprühte rosa Kästchen, in denen es praktisch geduldet ist, dass dort gedealt wird. Ja, ja, als Dealer muss man tierisch aufpassen, nicht überzutreten, weil es ist direkt verhaftet. Ja? Wir stehen praktisch neben dem Kästchen mit der offenen Handschelle. Da sind die knallhart hier in Berlin, wirklich. Ja? Ganz wichtig, nicht verwechseln, im Görlitzer Park gibt es eingezeichnete Dealerzonen. Der Berliner Club Berghain ist eine sogenannte ausgezeichnete Dealerzone. Ja? Finde ich super, oder? Sicherheit geht vor. Ich meine, wenn die Stadt Berlin das Problem nicht alleine auf die Reihe kriegt, dann müssen die Täter und die Opfer das irgendwie alleine organisieren. Ich finde das in Ordnung. Ja? Im Girlie kann man jetzt alles machen, was früher verboten war. Wenn ich zum Beispiel jetzt jemand bin, der sehr aggressiv ist und der gerne Leute verprügelt, dann kann ich das machen, wenn ich 50 Meter weiter ein Warndreieck aufstelle. Ja. Dann ist das in Ordnung. Allerdings vielleicht noch ein kleiner Verbesserungsvorschlag, also, weil ich denke, wenn man sowas macht, dann vielleicht auch richtig. In den Dealerzonen, da fehlen jetzt überall noch so Linien, die den Diskretionsabstand klar machen, ja, in der Kundenschlange. So wie eine Apotheke. Das ist jetzt blöd, wenn ich da was kaufe, will ich ja nicht, dass jeder weiß, wie viel. Ja, aktuell muss man noch ganz leise bestellen. Ja, ja, muss man. 50 Gramm. Ja. Wenn der Abstand da ist, geht's. Ja. Wir haben noch mehr Probleme. Das war nicht alles. Ja, ein Thema hat das ganze Land die letzten Tage aufgewühlt. Haben Sie es mitbekommen? Thüringens Ministerpräsident von der Linken, Bodo Ramelow, will eine neue Nationalhymne. Ja, da müsste man mal drüber nachdenken, findet er. Und er sagt, also die Nationalhymne, die ist ihm zu sehr verbunden mit den Nazis. Und außerdem würden viele Ostdeutsche sie nicht mit Freude singen. Da war ich jetzt verwirrt. Also was denn jetzt? Das widerspricht sich doch. Mein Bodo Ramelow will eine neue Nationalhymne, weil ihn die aktuelle so an Nazi-Aufmärsche erinnert. Also mich erinnern ja eher die vielen Nazi-Aufmärsche in Thüringen an Nazi-Aufmärsche. Und überhaupt. Und dann muss man die Hymne deswegen gleich ersetzen, damit auch der Osten mit Freude mitsingt. Da reicht doch eigentlich eine kleine Änderung. Man muss eigentlich nur ein S dranhängen. Einigkeit und Rechts und Freiheit. Ja? Und schon singt man das wieder gerne in jedem Schützenverein dort. Ja? Vielleicht lassen wir die Melodie und nehmen einfach den Text, den damals Sarah Connor gesungen hat. Ja? Da kommt ein bisschen was Frisches rein. Ich meine, man kennt das ja, solche Diskussionen. Am Ende bleibt da ja nicht viel über. Am Ende bleibt die alte Hymne. Und Ralf Siegel starrt völlig umsonst seit Tagen auf sein Telefon und prüft immer wieder das Freizeichen. Ja? Es passiert nicht. Oh, es gab noch eine medizinische Sensation in den vergangenen Tagen. Habt ihr es mitbekommen? Ja, ein bislang anonymer Chirurg hat es gemacht. Es ist ihm gelungen. Nach nunmehr 20 Jahren hat er die Lochis getrennt. Die Lochis sind getrennt. Beide haben überlebt. Toll. Kein Album mehr. Leider, leider. Kein Album mehr. Ah, doch, eins noch. Und dann aber nie wieder. Der YouTube-Kanal wird dicht gemacht. Was sagt uns das? Es wird ein Arbeitsplatz im Internet frei. Jetzt muss man natürlich überlegen, wer könnte die beiden noch besser ersetzen als die Lücke, die sie hinterlassen haben.
Richtig, Laura Müller. Bitte, wer? Wer bitte, Klaas? Kenne ich nicht. Doch, Laura Müller ist die Freundin von der Wendler. Laura Müller. Der Michael hat jetzt angeordnet, haben Sie es mitbekommen, sie soll jetzt bitteschön ihr eigenes Geld verdienen. Und sie hatte die rettende Idee, sie wird jetzt Influencerin. Das ist für mich beruhigend, ja, dass ich weiß, wenigstens einer macht was Ordentliches von den beiden. Ja. Ja. Das ist wohl das erste Mal, dass eine Influencerin den Schrott, den sie in ihren Storys dann zeigt, auch gut findet. Ja? Sie ist ja leicht begeisterungsfähig, kann man sagen. Und ist endlich auch eine stichhaltige Begründung für die Beziehung. Sie wollte Reichweite und hat den Wendler und seine drei Fans einfach schamlos ausgenutzt. Sie hat jetzt schon mehr Instagram-Follower als Michael Wendler. Viele nennen ihn nur noch den Freund von Laura Müller. Eine 18-Jährige, die Influencerin werden will, ja, das kommt davon, wenn man die Abi-Matheaufgaben so schwer macht. Ne? Da sucht man Alternativen. So dumm kann die gar nicht sein. Also die Idee. Die Idee. Mir fallen jetzt auf Anhieb einige Marken ein, für die sie als Freundin vom Wendler glaubhaft Werbung machen könnte. Alpecin, Prosta Forte und natürlich Europax. Ne? Blue Moon. Wem sagt das was? Blue Moon? Hat das schon mal jemand gehört? Blue Moon? Ja? Klingt nach einer New Wave Band oder nach so Windeln für Erwachsene. Blue Moon. Ist aber jetzt die geplante Mondlandefähre von Jeff Bezos. Der Amazon-Boss will in wenigen Jahren eine Basis auf dem Mond errichten. Jetzt nur die spannende Frage, kriegt er die Riesen-Laserkanone fertig oder stoppt ihn James Bond, meine Damen und Herren? Wir sind Archie Lund und Gloria von Ton und Taxis.